Herzensgrüße aus Mappenzellerland. Ich bin Denise Antoinette Sondrecker und ich freue mich sehr. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und zwar am 16. Mai wechselt Jupiter in das Sternzeichen von Stier. Und da bleibt der Jupiter bis zum 25. Mai 2024. Warum mich das freut? Ganz einfach. Nachdem er jetzt rund ein Jahr in der Energie von Widder war, was ganz viel eben Aufbruchenergie bedeutet hat, und das ist gut so, geht jetzt die Energie ein bisschen zurück. Und wir haben ja schon ein bisschen marslastiges Jahr. Mars, eben das Jahr ist ein Marsjahr und. Also wir haben da ziemlich viel Energie drin. Und es ist gut, dass jetzt so ein bisschen zurückgedimmt wird, wenn ich es mal so sagen darf. Und auf der anderen Seite ist das, was jetzt kommt, extrem wichtig für unser Business. Es geht um Jupiter, es geht um Wachstum, es geht um Expansion. Und Jupiter sagt von sich selber, ich kann nur groß, klein, klein interessiert mich nicht. Das Interessante ist im Stier, eben da haben wir auch das Thema Geld, wir haben die Ressourcen, materielle und andere Ressourcen, auch Schönheit. Ich merke gerade, ich komme so richtig in eine Begeisterung rein, weil ich liebe Jupiter. Wichtig ist, auf der einen Seite der Stier, der liebt das chillige Leben, der liegt schon mal bequem auf seinem Komfortsofa und das ist gut so. Aber das jetzt bis zum 25. Mai 2024 zu machen, das ist kein guter Tipp, wenn du und dein Business wachsen und expandieren willst mit deinem Business. Da geht es jetzt darum zu sagen, wo möchte ich wachsen und expandieren und dann entsprechend in die Umsetzung zu gehen. Also eben wie gesagt, jetzt einfach zu warten, das würde keine Expansion bringen, weil Jupiter zwingt dich aus der Komfortzone raus, in den Wachstum zu gehen. Der ist immer ein bisschen unbequem und wir müssen uns dehnen, ausdehnen und das können wir eben sehr gut machen in dieser Energie drin. Und ich gebe dir den Tipp, so in den nächsten Tagen zu überlegen, wo will ich wachsen, wie will ich das machen, dir gerne auch eine Art von Plan festlegen. Das muss kein detaillierter Plan sein, wobei, wenn du viel Jungfrau-Energie bist, hilft dir das. Je nachdem, wenn du zum Beispiel viel wieder Energie in dir trägst, dann ist es besser, wenn du drauf losmarschierst und einfach das Ziel definierst. Und da hast du natürlich ganz unterschiedliche Konstellationen drin, die du nutzen kannst für diese Jupiter-Energie, um zu wachsen. Wichtig ist, dass du dir überlegst, wo du dich klein klein hältst, dass du diese Themen bereinigen kannst. Und ich gebe dir da ein kleines Beispiel. Wenn ich mein Business habe und einfach alles selber mache, mit dem Ziel habe, dass ich immer alles selber mache, werde ich nicht wachsen können, weil Zeit ist immer eine Komponente, die uns beschränkt. Also, wenn du wachsen willst, dann ist es wichtig, dass du entsprechende Teile deiner Arbeit eben weitergeben, delegieren, auslagern, ein Team aufbauen. Das kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Energie du schwimmst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Und das andere ist, wenn du sagst, ich mache alles intuitiv, das ist aus meiner Sicht einer der größten Wachstumskiller, weil ich bin auch dafür, intuitiv zu arbeiten. Es ist nur so, auch also wenn wir intuitiv arbeiten, dann arbeiten wir so in den Tag hinein. Und Intuition ist weibliche Energie und aus meiner Sicht braucht es für den Wachstum immer zuerst männliche Energie. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Art von Planung haben, die kann auch wieder sehr flexibel sein, je nach Energie, die wir uns in uns tragen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns entscheiden, wenn wir wachsen wollen, können wir nicht nur intuitiv arbeiten. Wir brauchen vorher eine Struktur, eine Art Fundament. Das muss nichts Kompliziertes sein. Das darf viel Spaß machen. Aber das ist extrem wichtig. Und aus meiner Sicht gibt es ganz viele Unternehmerinnen, die genau daran scheitern. In diesem Sinne viel Spaß, viel Freude, viel eben Expansion und Wachstum in dieser tollen Zeit von Jupiter im Stier.
Ich einschicke dir von ein von Herzen kommendes Tschüss. Mach's gut.